Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Schätzeleits, willkommen. Auch heute, ich würde mal sagen, nicht so ein contentkräftiges Video. Natürlich auch Content, ganz klares Ding. Aber ich glaube eher so der Content, auf den ihr steht. Es geht nämlich heute um Player Predictions für FIFA 20. Haben wir die letzten Tage zusammen im Stream gemacht. Da habe ich auch gesehen, wie interessiert ihr daran seid. Wir haben teilweise bis 3 Uhr morgens auf twitch.tv/lpmassive. Predictions erstellt. Das heißt, heute die Predictions, die kommen, sind auch quasi von der Community und nicht von mir. Klar, ich habe auch ein bisschen meinen Input gegeben, gar keine Frage. Aber das sind so ein bisschen Community-Predictions. Finde ich daher ganz interessant. Ganz wichtiges Ding vorweg. Gestern kam, glaube ich, das La Liga Rating Leak-Video. Der Unterschied zwischen diesen beiden Videos, die Leaks sind zu 99% safe, dass sie so kommen, wie sie da standen. Das heißt, das sind sichere Overall-Ratings, sichere Stats. Und das, was wir jetzt hier machen, ist eine Prediction, eine Prognose, was wir denken, was wird. Das heißt, so ein Sanchez jetzt zum Beispiel, der ist jetzt gerade hinter uns, der kann im Endeffekt auch einen 85er werden. Und der kann statt 76 Pace 60 Pace haben. Das ist nur eine Prognose unsererseits. Nur um das nochmal klarzustellen zum Anfang. Und bevor wir wieder ein 40-Minuten-Video haben, starten wir mal in den ersten Teil. Ich glaube, im Titel steht Top 50. Jetzt könnt ihr natürlich denken, Top 50 und du fängst mit einem 83er an. Wir werden in den Videos auch mit einbeziehen, die Spieler, die mal Top 50 waren, aber jetzt nicht mehr sind. Und natürlich auch die Spieler, die in FIFA 19 nicht Top 50 waren, aber jetzt mittlerweile drin sind. Das heißt, ich werde da definitiv mehr Videos zu machen. Ich denke 2, maybe 3, aber ich glaube eher 2. Sollten es werden. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal von unten an natürlich. Das heißt, von unten in der Hinsicht, was für ein Rating sie jetzt sind. 87er, da war Sanchez so auch untere Top 50, aber er war mit drin, glaube ich. Sanchez war mit drin, oder? Bin ich mir ganz sicher. Irgendwo da in der Region auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, wir legen auch los. Sanchez. Prediction von der Community. Minus 4 overall, 87 auf 83. Hat nichts gerissen, der Boy, mittlerweile zu Inter gewechselt. 27 Spiele, 2 Tore, 4 Vorlagen. Ist vielleicht ein Ticken zu wenig, wa? Im Großen und Ganzen, die Karte, wenn man ehrlich ist, für einen 83er, wenn er auch zentral kommen würde, wenn er zentral kommen würde mit diesen Werten, der wäre halt tatsächlich playable, der Boy. Der wäre halt tatsächlich spielbar. Ich meine, solider Pace, Schuss geht klar, Pass, Dribbling, Physics, das geht alles klar. Hätte wahrscheinlich keine Stamina, der Boy, aber ansonsten spielbar würde er aussehen. Machen wir uns weiter zum nächsten. Andres Iniesta, ja, es tut natürlich ein bisschen im Herz weh, aber ich glaube nicht, dass der eine 87 halten kann. Weiß nicht, vielleicht hat irgendwer noch Herz irgendwie bei EA und sagt, ach komm, lass ihm einfach, weil Legende und so hat. Aber ich meine, selbst das hier hat ja nicht wirklich zu ihm gepasst. Also diese Stats, die hier stehen, waren ja schon traurig. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, das Alter schreitet voran. Es könnte eine typische 84er Abstoßkarte werden. Ich meine, hat immer noch Dribbling, immer noch Pass, aber ansonsten halt nicht wirklich was, ne? Letzte Season übrigens 18 Spiele, 6 Tore, 5 Vorlagen. Da sieht man halt auch, was so eine Liga macht. Ich meine, Andres hier als Topscorer-Kappa unterwegs, der die Butzen macht. Ja, gut. Ist halt eine etwas unterklassigere Liga, ne? So, weiter geht's. Der Geräte-Bale. Übrigens, jetzt könnt ihr auch denken, oh, der war doch gestern auch im Leak-Video. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es können ein, zwei Karten dabei sein, die im Leak-Video waren, aber hier jetzt anders sind. Das müsste, glaube ich, jetzt 1:1 der Leak sein. Das heißt, das ist jetzt sozusagen keine Prognose, sondern das ist so, wie es sein wird bei Bale. Allerdings könnte auch eine Karte mit dabei sein, die im Leak-Video drin war, die jetzt hier aber anders aussieht. Die aus dem Leak-Video von gestern stimmt. Die hier ist dann nur eine Prognose. Aber wie gesagt, bei Bale müsste es jetzt 1:1 stimmen. Minus 3 overall. Er hat 42 Spiele gemacht, 14 Tore, 7 Vorlagen. Eigentlich gar nicht so bad, aber Real war halt bad. So, Geräte-Bale. Dann der nächste, der Gianluigi Buffon. Auch an ihm nagt natürlich leider Gottes ein klein wenig das Alter. Mittlerweile wieder bei Piemonte Calcio. Kappa.
bei Juve. Er wird ein Downgrade bekommen. Er wird nicht auf eine 88 bleiben. Das wird nicht passieren, leider Gottes. Ob es sogar auf 85 geht, weiß ich nicht. Vielleicht wird es auch 86. Ist halt, wie gesagt, predicted. Und die Stats gehen halt dementsprechend auch runter. Ist ganz klar. Speed geht runter. Alles geht halt so einen kleinen Tick runter. Ich meine, wenn du ein minus 3 Overall hast, ganz klar. Der süße Gianluigi. Nächstes Kärtchen. Marek Hamsik. Minus 2. Von 87 auf 85. Mittlerweile ja auch gewechselt, der süße Boy. Und ja, so Wechsel in kleinere Ligen haben meist dann schon einen Downgrade, bringen sie mit sich. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es auch hier passieren wird. Ja, ich würde sagen, die Season war jetzt vielleicht nicht das Beste. 43 Spiele, 4 Tore, 4 Vorlagen. Das ist halt scheiße, ne? Kannst drauf spucken. Im Endeffekt, die Karte wird halt wegen Nation und Verein schon keiner spielen. Aber auch die Stats sind halt, ja, nicht ganz so geil bei dem Boy. Und dann der nächste. Gonzalo Higuain. Chelsea, Juve. Minus 3 Overrating, 40 Spiele, 13 Tore, 3 Vorlagen. Ja, ich sag mal so, Pace war beim Iggy schon immer so ein klein wenig das Problem. Das wird wahrscheinlich im Endeffekt auch noch mehr runtergehen. Schießen konnte er schon immer, dribbeln nicht so ganz. Und Physics, ja, er ist halt groß, ne? Er ist halt groß. Also auch den wird man jetzt vielleicht nicht unbedingt sehen. Dann haben wir hier Mr. Discardi. Ich meine, das hat im letzten Teil sehr, sehr gut gepasst mit Discardi. Weil den hat man ganz gerne meinen SPCs discarded mit seiner 87. Jetzt wahrscheinlich immer noch, aber halt mit einer 85. Auch Icardi. Ich meine, ist halt so, ja. Der kann in FIFA halt schießen und köpfen so ein bisschen. Aber ansonsten halt nichts. Der ist ein absoluter Stock, der kann sich nicht bewegen. Also wie gesagt, ich rede immer über FIFA, ne? Nicht immer falsch verstehen. FIFA-mäßig. Der ist ein Stock, mit dem kann sich nicht bewegen, der kann nicht passen. Er kann nicht rennen. Das ist halt nichts, was du spielst. Das ist halt was, was in der SPC abstößt. Leider. 37 Spiele, 17 Tore, 5 Vorlagen hier nochmal. So, weiter geht's. Da haben wir hier noch Mr. James Rodriguez. Da haben wir auch das Downgrade schon gesehen. Ich glaube, hier sind auch die Stats schon direkt angepasst. Weil, wie gesagt, der wurde ja auch geleakt. Und ich glaube, hier sind genau die geleakten Stats gleich drauf. Letzte Season 28 Spiele, 7 Tore, 6 Vorlagen bei Bayern. Jetzt ja wieder zurück bei Real. Dann haben wir noch mit am Start Mr. Marcelo. Auch bei Marcelo ist hier die geleakte Karte gleich am Start. Das heißt, das ist keine Prediction mehr. Das ist real. Das ist der Real Life. Letzte Season 34 Spiele, 3 Tore, 6 Vorlagen. Ja, war auch nicht so ganz sein Jahr, ne? Außen. Draußen. Okay, nächster Boy. Mr. Navas. Der Navas, kleines Downgrade. Also was heißt kleines? Schon ordentlich. 87 auf 85. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich Mr. Navas in FIFA 19 gezogen habe. Aber ich glaube, sehr, sehr oft. Definitiv. Er hatte Clean Sheets, 7 Stück in 21 Spielen. Ich meine, wurde jetzt halt mittlerweile so ein bisschen abgelöst, ne? Ganz klares Ding. Im Allgemeinen, wie gesagt, gehen natürlich auch da die Stats eher runter. Der nächste Boy ist der Tobi Alderweireld. Wireld. Sein Name ist so cringe, ich weiß gar nicht, ob ich den auch nur annähernd richtig ausspreche. Auf jeden Fall der Boy, wahrscheinlich auch ein kleines Downgrade von minus 1. Hatten wir auch Diskussionen drüber. Andere haben gesagt, er soll eher gleich bleiben. Aber wir mussten uns ja für irgendwas entscheiden. Auch er wird, glaube ich, jetzt nicht so der meistgespielte Defender in der EPL werden, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber könnte spielbar sein. Wenn der Pace in dem Bereich weiterhin liegt, defenden wird er weiterhin können, definitiv. Dann sollte er spielbar sein, aber wie gesagt, in den Rating-Bereichen spielst du dann halt meistens schon eher was anderes. Und ja, deswegen mal sehen. Mr. Casemiro, minus 2. Ich glaube, das ist eine Prediction von uns. Minus 2 im Overall-Rating, 43 Spiele, 4 Tore, eine Vorlage. Was hatten wir denn eigentlich beim Alder? 0-0. Maschine, der Boy. 50 Spiele. Läuft bei ihm. Na, der räumt halt lieber ein bisschen auf, ne? Auf jeden Fall bei Kase. Ich denke mal, bei Kase wird es auch noch weiter im Pace runtergehen, wenn er halt dann auch sein Downgrade bekommt. Und das, was Kase halt kann in FIFA, ist ein Tank sein. Einfach in der Mitte tanken, Defense, Physics, das war's. Er kann nicht dribbeln, nicht passen. Oh, shit.
Ah, okay. Ich habe Gott sei Dank nur eins geskippt. Ich dachte, ich bin jetzt irgendwo ganz anders. Und ja, muss mal gucken. Vielleicht lässt er sich ja trotzdem gut spielen. Ich meine, es gibt auch öfter mal die Karten, die Scheiß-Stats haben, sich aber gut spielen lassen und welche mit Mega-Stats, die sich komplett beschissen spielen lassen. Kommt natürlich auch immer auf sowas wie Workrates etc. an. So, Immo. Immo, kleines Downgrade, maybe? Ich meine, ist halt auch immer so ein bisschen ein Ding, wenn die Leute älter werden, da werden schon ganz gerne die Downgrades vergeben. Und ich meine, 86 ist ja immer noch hoch. Sollte wahrscheinlich dann auch immer noch solide Karte werden. 46 Spiele letzte Season, 19 Tore, 12 Vorlagen. Im Großen und Ganzen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Pace unter 80 rutscht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, das war so ein bisschen Community Prediction. Da habe ich das genommen, was am meisten im Chat stand. Und ich könnte mir persönlich auch vorstellen, dass der Pace vielleicht sogar einen Tick mehr runtergeht bei einem Downgrade. Maybe. Aber der Rest sollte relativ ähnlich bleiben. Mr. Lukaku von United zu Inter gewechselt. 45 Spiele, 15 Tore, 4 Vorlagen. Aber halt United, ne? Pace wird ein bisschen runtergehen. Vielleicht sogar auch hier unter die 80, gehe ich von aus. Wie gesagt, Prediction. Schuss sollte noch einigermaßen hoch bleiben. Passwert noch ein Ticken runter. Dribbling eher runter als hoch auf jeden Fall. Die dicke Kugel aller. Guck dir mal an, Junge. Der Tank. Aber seine Physik sollten obvious weiterhin hoch bleiben. Für die 88 hat sich die Community entschieden, weil er halt ja gefühlt immer breiter wird. Und dann vielleicht bald mit Wrestling anfangen könnte. Maybe. So, dann haben wir noch Mr. Rakitic. Kleines Downgrade. Ist hier, glaube ich, auch ein Leak. Aber ich glaube, es ist nur ein Leak vom Overall-Rating. Das heißt, die Stats sind predicted. Overall is safe. Müsste bei Rakitic so sein. 54 Spiele, 5 Tore, 10 Vorlagen. Der süße Boy. Ja, auch das sollte weiterhin eine SBC-Karte bleiben. Sind wir ganz ehrlich. Der wird relativ selten gespielt werden. Thiago Silva, minus 2 ist the prediction. Eine Vorlage letzte Season, 39 Spiele der Boy. Wird 100 pro oder die 70 Pace rutschen. Alles andere würde mich sehr, sehr wundern. Dazu kann halt 100 pro weiterhin defend. Also Defending sollte weiterhin gut sein. Aber ich meine, er war auch letztes Jahr in FIFA 19 nicht mehr wirklich gespielt. Ich weiß gar nicht, warte mal, wie war es denn FIFA 18? Ich glaube, es hat so FIFA 17, 18 rum angefangen oder dass du Thiago Silva so gut wie gar nicht mehr gespielt hast, oder? Ich meine, erinnert euch an die alten Zeiten mit Thiago Silva, Kille Chiellini. Digga, die hast du jedes Jahr wieder neu aufgestellt. Chiellini mit seinen fast 80 Pace, Thiago Silva und gib ihm. Ich meine, damals, als sie noch beide in der Calcio gespielt haben, easy. Aber mittlerweile wird Thiago Silva eigentlich nicht mehr wirklich gespielt. Titi, 87 auf 86er. Ich glaube, das ist auch ein Leak, aber ich glaube auch nur Leak von Overall-Rating. Das heißt, die Stats eher predicted. Ja, die Stats sollten predicted sein. Ja, auch der wird, wie gesagt, weiterhin defenden können. Solide Physics haben, soliden Pass und Dribbling für einen Verteidiger. Pace, maybe vielleicht geht er sogar unter 70. Oder glatt auf 70. Ich meine, ich denke mal, das Downgrade, was wir hier gemacht haben, sollte so circa ein Overall minus 1er Downgrade sein. Also müsste eigentlich so klar gehen, meiner Meinung nach. So, der nächste Boy, Mr. Vertonghen. Minus 1. 34 Spiele, 2 Tore, eine Vorlage. Das war bei Titte nochmal. Eine Vorlage. In 15 Spielen, by the way. So, Mr. Vertonghen, minus 1. Geht wahrscheinlich unter die 60 Pace. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Defenden wird er weiter können. Physics waren bei ihm nie ganz so geil. Also für einen Verteidiger auf jeden Fall ist es schon relativ wenig. Dafür kann er aber relativ gut passen und dribbeln. Für einen IV. Ja. Auch den wirst du wie in FIFA 19 eher nicht so wirklich in den Teams sehen. Der nächste ist Alba. Alba's leaked, aber Alba's nur leaked Overall-Rating. Er bleibt weiterhin auf dem gleichen Rating. Stat-mäßig sollte das aber relativ gleich bleiben. Ich glaube, der Defense-Wert geht in die 80er rein. Also von 79 auf die 80 so circa. Das ist die Prediction von uns. Physics vielleicht nur einen hoch. Im Pass noch einen hoch. Also es wäre so, wie wir die Karte gemacht haben, sogar fast ein Upgrade. Aber halt nur ein dezentes. Überall so ein Pünktchen obendrauf haben wir gemacht im Endeffekt. Also es wäre auf jeden Fall so, wie sie hier steht, eine ziemlich solide Karte, würde ich sagen. So, gehen wir weiter. Dem ist der Karim Benzema. Der Benze, plus 2 Upgrade. Und hier stimmen ja auch schon die Stats. Letzte Season 53 Spiele, 30 Tore und 11 Vorlagen.
in der Saison, die war, ist das schon sehr solide. Ich meine, das sind 41 Score in 53 Spielen. Das ist sehr, sehr gut. Aber im Allgemeinen lief es dann halt nicht so ganz. Ja, die Karte, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist dann wahrscheinlich auch eher eine SPC-Abstoßkarte. Ich meine, die Stats sind solide. Und der wird spielbar sein und vielleicht auch gar nicht schlecht sein. Aber du musst halt immer... Ich habe übrigens gerade die Luft angehalten, weil ich dachte, die Aufnahme ist abgebrochen. Ich habe gerade auf mein OBS geguckt und denkst du, what the fuck? Aber ich habe auf die Live-Zeit geguckt und die ist obvious auf null, weil ich nicht live bin. Auf jeden Fall, Benzema sollte spielbar sein. Er ist halt ein relativ hohes Rating, deswegen nicht so billig, ne? So, nächster Boy, Bernardo Silva. Und da war ein dickes Upgrade hier. 51 Spiele, 13 Tore, 14 Vorlagen, 27 Score, 51 Spielen. War sehr wichtig für City letzte Season. Position hatten wir so ein bisschen... Ich will mal sagen, wir hatten ein bisschen drüber diskutiert. Einige haben gesagt, oh, der muss auf jeden Fall RM rum sein. Andere haben gesagt, zentral, ZOM, ZM. Und da haben wir das Ganze mal nachgeguckt bei Transfermarkt.de. Und bei Transfermarkt.de steht, er hat letzte Season tatsächlich die meisten Spiele zentral gemacht. Er hat, glaube ich, irgendwie sowas in die Richtung 20 Spiele oder sowas. 20 Spiele rum oder so rechts und um die 30, glaube ich, zentral. Deswegen haben wir als Position jetzt einfach mal ZM vergeben. Wenn wir ganz ehrlich sind, für uns FIFA-Spieler, wir können nur hoffen, dass er zentral kommt. Weil ganz im Ernst, zentral mit diesen Stats, Baba, 5 Sterne schwacher Fuß etc. pp, das wäre eine sehr, sehr geile Karte. Aber diese Karte hier als Flügel... Direkt mal um einige schlechter. Bestimmt immer noch spielbar, aber wie gesagt, also egal wie das Game ist, Pace ist immer wichtig. Und deswegen hoffe ich sehr, dass er zentral kommen wird. Letzte Season, ganz wichtiger Part für City. So, würde sagen, gehen wir weiter. Und das ist ein bisschen Coutinho, der Bayern-Neuzugang. Wird hoffentlich zentral werden. Hat letzte Season, ja, war vielleicht nicht ganz so geil. 54 Spiele, 11 Tore, 5 Vorlagen. Ballert jetzt vielleicht nicht so ganz rein, will man sagen. Im Großen und Ganzen wird er wahrscheinlich ein kleines Downgrade bekommen. Sollte passieren. Wie gesagt, ist eine Prediction, wir werden es sehen. Im Endeffekt 87er könnte man sich gut vorstellen. Zentral könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er da hingeht. Im Pace wird er wahrscheinlich ziemlich safe unter 80 gehen. Was aber okay ist. Wenn er zentral kommt. Wenn er Winger kommt und ohne 80 Pace rutscht. Problematisch. Er wird halt weiterhin dribbeln können. Er wird weiterhin passen können. 80er Schuss, also über 80er Schuss, sollte er wahrscheinlich auch noch halten. Und Physics war nie so ganz sein Ding, ne? Ganz klar. Wollen wir mal gucken. Sollte er so kommen, solide Bundesliga-ZOM-Karte, würde ich sagen. Reus wird ihn natürlich zerficken. Ich bin zwar Dortmund-Fan, aber bevor jetzt wieder hier der Heulsusen kommen. Natürlich FIFA-mäßig. Auch im Real Life. Aber natürlich FIFA-mäßig gemeint, ne? By the way, haben wir gestern 3:1 von Union auf die Fresse bekommen. Wir Dortmunder, also ich sollte die Fresse halten. So, wir gehen auf die nächste Karte. Mr. Dybala. Minus 2 overall. Sollte er runtergehen. Ist die Prediction. 42 Spiele, 10 Tore, 5 Vorlagen. Der süße Boy wird da schon eher runtergehen im Rating. 89 war schon sehr, sehr hoch. Und 87 ist halt immer noch ein hohes Rating, aber vielleicht dann auch passender, maybe. Man muss sagen, die Karte sieht halt immer noch sehr, sehr gut aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht im Pace noch einen Tick mehr runtergeht. Ich meine, der ist noch jung, aber maybe. Aber wie gesagt, wenn die Karte so kommen würde, es wäre immer noch eine solide Karte, die Leute spielen würden, definitiv. Müssen wir mal sehen. So, nächstes Kärtchen, Mr. Ederson, 86 auf 87 Upgrade, 55 Spiele, 28 Clean Sheets. Maschine gewesen, der Boy, sieht auch ganz süß aus hier, wie der Nerd von nebenan. Der tätowierte Nerd von nebenan, aka me. Von Stats her soll er einen kleinen Ticken hochgehen und sollte ein spielbarer EPL-Keeper werden, definitiv. Dann haben wir noch ein bisschen Fernandinho. Der sollte... gab es auch so ein bisschen Diskussion, geht der hoch? Aber das Ding ist, Ferdinand ist, glaube ich, 34.
irgendwie sowas in die Richtung. Ist ein alter Bock, der natürlich noch Fußball spielen kann und auch gut spielt. Aber Upgrade wage ich dann doch zu bezweifeln. Bevor ein Upgrade kommt, würde ich eher sagen, sie downgraden ihn. Wie gesagt, es geht hier nicht um leistungsbezogen oder sonst was. Ich bewerte immer danach, was EA ganz gerne macht. Und ich glaube einfach nicht, dass Fernandinho ein Upgrade bekommt. Eher bleibt er gleich. Mit ein bisschen Pace weniger, dafür irgendwie einen kleinen Ticken Physics nochmal mehr, ein bisschen Pass mehr, so wie wir es jetzt hier auch in der Prediction gemacht haben. Ich denke, so ähnlich wird es ausgehen. Aber vielleicht geht er auch runter auf 86. Würde mich auch nicht wundern. Wie gesagt, das ist EA. Da müsst ihr aber drauf achten. Wir snacken jetzt noch ein, dann sind wir auch bei 20 Minuten und ich würde sagen, das ist dann relativ passend. Der nächste ist Mr. Bobby Firmino. Plus 1 Overall von 86 auf 87. Letzte Season 48 Spiele, 16 Tore, 8 Vorlagen. Vielleicht einen kleinen Ticken im Pace hoch, wegen der Positionsumformung. Das ist halt auch sowas bei EA, dass manche Stats, wie soll man sagen, nach Position vergeben werden? Ist schwer zu sagen, aber wenn so ein Spieler von CF auf ST geht, kriegt er eher nochmal Pace dazu. Weißt du? Alter, seine fucking Plendamid-Fresse, Junge. Leck mir die Eier, wie der scheint. Aber auch komplett zugedröhnte Augen. Geiler Boy, Mann. Geiler Boy. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen, er soll dem Schuss hochgehen. Er geht auf ST. Im Pass vielleicht um einen. Dribbling vielleicht plus ein. Physics Nummer 2. Also im Großen und Ganzen solides Upgrade. Im Endeffekt wird er vielleicht auf ST hochgehen. Aber usen sollte man den Boy wahrscheinlich wieder im ZOM. Oder im MS halt, was er vorher war. Natürlich zentraler ZOM, äußerer ZOM, 4-2-2-2-2-2. Mit dem Pace wahrscheinlich eher nicht. Aber zentraler ZOM, Baba Werte dafür. Definitiv. Longshots hat er auch. Und für die zentrale Karte sehr, sehr nice. Ich bin jetzt mal nicht so, ich gebe euch jetzt noch eine Karte, aber dann sind wir raus. Und die restlichen gibt es erst danach. Ich gebe euch noch Godin. Erstmal bei Inter jetzt. Und wir haben hier einen -3er Downgrade. 39 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen. Als Verteidiger mehr Tore als Vorlagen. Pock. Der sollte im Pace nochmal ordentlich runtergehen. Definitiv. Also da bin ich mir relativ sicher. Schuss vielleicht ein bisschen runter. Der Pass wird ein Ticken runter. Dribbling Ticken runter. Defense und Physics. Weil ist halt ein -3er Downgrade, ne? Maybe. Wie gesagt, ist predicted. Aber Schätzeleins, so würde ich euch dann jetzt auch da lassen. Das Video geht 23 Minuten und ich würde sagen, ich mache den zweiten Part dann mit den richtigen Top-Spielern im nächsten Video. Was dann wahrscheinlich morgen kommt, maybe. Vielleicht müsst ihr einen Tag noch länger warten, aber ich denke mal morgen. Da werde ich dann den zweiten Part machen mit den letzten Ratings. Bis natürlich auch zu Mr. Cristiano und Lionel. Wie gesagt, sind Predictions in dem Video. Das sind diesmal keine Leaks. Alles klar? Schätzlein, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich will hier nochmal ganz kurz Shoutouts an meine Boys machen. Zum Beispiel an diesen Grafiken hier. Haben mitgearbeitet der Noah, der die Grafiken gemacht hat. Und Luca hat auch was gemacht. Der hat nämlich ein bisschen die neuen Playerkarten gemacht. Mit hier den aktuellen Spielerbildern und sowas. Das hat der Luca gemacht. Und dazu dann noch der Noah, die Backgrounds mit Statistiken etc. pp. Kuss raus auch wieder an diese Boys. Vielen, vielen Dank. Schätzleins, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und sagt mal was zu den Predictions. Sagt Massive, du behinderter Kerl. Keine Ahnung, gibt dem, der kriegt das und das Upgrade. Oder das und das Downgrade. Oder Pace viel zu wenig. Wie gesagt, das war jetzt eine Community Prediction, die wir live im Stream gemacht haben. Uff. Twitch.tv, hier, twitch.tv/lpmassive, Pup, da kannst du die immer live sehen, die Scheiße. Hier, ist gerade offline, ist schade. Auf jeden Fall, hier kannst, Alter, pack mich nicht ab. Hier kannst du auf jeden Fall immer live die Scheiße sehen. Alles klar? Cheers Alliance, ich würde sagen, sind wir durch. Mord, Ding aus, haut da rein, macht die Dude, ciao.